Die Midterms, die sogenannten Zwischen- oder Halbzeitwahlen, sind immer auch eine Abstimmung der US-amerikanischen WählerInnen über die amtierende Regierung. Also aktuell über die Regierung von Joe Biden. Doch der Elefant im Raum bei diesen Midterms ist Donald Trump. Werden die Midterms zum Sprungbrett für Donald Trumps Rückkehr an die Macht? Ungeachtet aller Skandale zeigt Ex-Präsident Donald Trump immer deutlicher, dass er 2024 zurück ins Weiße Haus will. Bei den Kongresswahlen am 8. November hofft er auf den Erfolg seiner KandidatInnen von den Republikanern, um für sich die beste Ausgangsposition für eine erneute Präsidentschaftskandidatur zu schaffen. Doch first things first, das Wichtigste zuerst, bevor wir mehr darüber sprechen, schauen wir uns die aktuellen Mehrheiten an und wer und was genau zur Wahl steht. Das US-amerikanische Parlament, der Kongress, besteht aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Bei den Midterms wird das gesamte Repräsentantenhaus mit seinen 435 Abgeordneten neu gewählt. Dort haben die Demokraten von Joe Biden bisher die Mehrheit mit 222 Sitzen. Außerdem werden 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben. Hier haben Demokraten und Republikaner zurzeit jeweils 50 Mandate. Gewählt werden gleichzeitig auch noch die Gouverneursposten in 36 der 50 US-Bundesstaaten, sowie viele Secretaries of State, zum Beispiel Staatssekretäre. Und auch da versucht Donald Trump, möglichst viele seiner Leute zu platzieren, um Joe Biden das Regieren so schwer wie möglich zu machen. Donald Trump, obwohl er nicht selbst auf dem Wahlzettel zur Wahl steht, hat sich massiv in den republikanischen Wahlkampf eingemischt. Er versucht, sich und seine Kandidatinnen in Stellung zu bringen. Donald Trump ist wieder omnipräsent. Vor Scharen seiner AnhängerInnen, wie hier in Wilkes-Barre, rührt er die Wahltrommel, indem ausgerechnet er den amtierenden Präsidenten Joe Biden als Bedrohung für die Demokratie darstellt. He's an enemy of the state. You want to know the truth? The enemy of the state is him and the group that control him, which is circling around him. Do this, do that, Joe. You're gonna do this, Joe, right? Altbewährte Trumpsche Muster. Tatsachenverdrehung, Lügen. Auch diesmal macht er vor Verschwörungstheorien nicht Halt, nachdem im August sein Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida vom FBI nach streng vertraulichen Dokumenten durchsucht worden war, die der Ex-Präsident illegal aufbewahrt haben soll. The FBI and the Justice Department have become vicious monsters, controlled by radical left scoundrels, lawyers and the media, who tell them what to do, you people right there, and when to do it. Alles permanent in Frage zu stellen? Trumps populistische Methode der Verunsicherung ist aufgegangen, erklärt uns die Politologin Catherine Klüver-Ashbrook. Das, was Donald Trump hauptsächlich auszeichnet, ist der Zweifel an den Institutionen, der Raubbau an den Normen in der amerikanischen Politik, die großen Zweifel überhaupt an der Integrität der amerikanischen Demokratie. Dieser Narrativ ist aufgegangen. 71% der Amerikaner quer durch die Parteien macht sich Sorgen um die eigene Demokratie. Das politische Spiel des Donald Trump verfolgen die über 200 KandidatInnen für den Kongress, die Trump unterstützt. KritikerInnen bezeichnen sie als Klone Trumps. Darunter viele sogenannte Election Deniers, die die verlorene Präsidentschaftswahl Trumps nicht anerkennen. QAnon-VerschwörungstheoretikerInnen, extreme Rechte, radikale Evangelikale und Populisten wie der Fernsehdoktor Dr. Oz. Oder der frühere NFL-Star Herschel Walker, der sich als Familienmensch inszeniert und gegen Abtreibung wettert, aber drei uneheliche Kinder im Wahlkampf zugeben musste und seine Ex-Freundinnen zum Schwangerschaftsabbruch gedrängt und diese bezahlt haben soll. Would you support a Trump 2024 run? Yes, I would. And let me tell you, President Trump is my friend. Unabhängig von Trump, dem Kandidaten gegebenenfalls für eine Wahl 2024, scheint doch die Ideologie, wenn man das so bezeichnen könnte, oder zumindest die Demagogie eines Donald Trump, sich tief in der Republikanischen Partei festgesetzt zu haben, sodass eben auch in Kongress und Senat diese Logik weiter reingespült wird. Donald Trump ist zurzeit der beliebteste Politiker der USA, trotz mehrerer Anklagen, Vorladungen und Skandale. Doch gerade die scheinen seine AnhängerInnen immer weiter zu mobilisieren. Man kann die massenhaften Skandale nicht mehr zählen.
Aktuell wird gegen Trump ermittelt wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz, Betrugs, Vergewaltigung, Verleumdung, Steuerhinterziehung, um nur einiges zu erwähnen. Zuletzt wurde Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorgeladen. The central cause of January 6th was one man, Donald Trump, whom many others followed. None of this would have happened without him. Trump und die Republikaner spekulieren darauf, die Arbeit des Untersuchungsausschusses nach den Midterms zu beenden. There would be a degree of irony if he was nailed for mishandling national security information and not for undermining our democracy by attempting to defraud the country through his bogus claims of a stolen election and inciting the January 6th insurrection. But let's not forget Al Capone, the notorious murderous gangster from the 1920s, was finally caught on a tax evasion. USA! USA! Dass Trump seine AnhängerInnen immer wieder über neue Skandale und die Verschwörungstheorie der gestohlenen Wahl mobilisieren kann, beschäftige die Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden und Polizei, um bürgerkriegsähnliche Zustände zu vermeiden, erzählt uns Catherine Klüver-Ashbrook. Ich glaube, wir werden jetzt allein im November, am 8. November vermutlich hier und da zumindest Gerangel oder physische Auseinandersetzungen auch sehen in den Wahllokalen. Denn so wie die Republikaner ihre zum Teil Wahlmänner, aber eben auch in Anführungszeichen lokalen Patrioten, das sind zum Teil Anhänger von rechtsradikalen Bewegungen wie den Oath Keepers oder anderen, dazu abgerichtet haben, genau zu schauen, wie es in Wahllokalen vor sich geht, die mitunter auch bewaffnet zu verteidigen. Wie schon gesagt, traditionell gesehen sind die Midterms immer auch eine Abrechnung über die Regierungsarbeit und da hat die amtierende Regierung meist schlechte Karten. Doch Bidens Approval Ratings, die sogenannten Zustimmungswerte, sind historisch tief und das, obwohl die Biden-Regierung einiges Beachtliches vorzuweisen hat. Schauen wir näher hin. Joe Biden präsentierte sich lange als einer der Nationen und vermied es dabei, den Namen Trumps auch nur in den Mund zu nehmen. Nach Zustimmungswerten unter 40% im Sommer schaltete Biden nun kurz vor den Midterms auf Angriff und attackierte Trump direkt. Donald Trump und die MAGA Republicans repräsentieren Extremismus, der die very Foundations unserer Republik Dabei könnte Biden mit seiner Bilanz seit Amtsantritt durchaus punkten. 10 Millionen neue Arbeitsplätze sind in den letzten 2 Jahren entstanden. Die Demokraten haben für großzügige Investitionen in die Infrastruktur und soziale Verbesserungen gesorgt. Jüngst hat Biden Millionen US-AmerikanerInnen Studienschulden erlassen, die staatlichen Renten erhöht und tausende Häftlinge begnadigt, die wegen gewaltloser Delikte wie Marihuana-Besitz im Gefängnis saßen. Doch sein Kampf für ein anderes Amerika verfing nicht richtig bei den WählerInnen. Als der Supreme Court das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung kippte, versuchten Joe Biden und die Demokraten ihre Chance zu nutzen, viele unentschlossene und auch republikanische WählerInnen zu mobilisieren. MAGA forces are determined to take this country backwards. Backwards to an America where there is no right to choose. No right to privacy, no right to contraception, no right to marry who you love. Kurz vor der Wahl kündigte Biden noch ein neues Gesetz zum Abtreibungsrecht an, sollten die Demokraten die Kontrolle über den Kongress behalten. Doch das Momentum bei den WählerInnen scheint laut Umfragen wieder verflogen. Die Themen, die US-AmerikanerInnen derzeit am meisten beschäftigen, sind laut einer Studie der Harvard-Universität die Inflation, Kriminalität und Einwanderung. Alles Themen, die die Republikaner auch dank der Form des sogenannten Negative Campaigning im Wahlkampf stärker besetzen als die Demokraten. Dass die Strategie der Republikaner, Angst zu verbreiten, aufzugehen scheint, erklärt uns der Politikwissenschaftler und Professor Saladin Amber von der Rutgers Universität. I suggest that many Americans place pocketbook issues front and center above movement towards autocracy, movement towards election denialism, as we've seen many
leaders within the Republican Party adhere to. These are two colossal challenges to Democrats going forward. If you have a party that can win on economic issues in the face of removing a historic right for women, in the face of a historic assault on democracy, then it, a lot of what we know about American politics has to be reconsidered going forward. Ein weiteres Problem, das den Demokraten zu schaffen machen könnte, ist, dass bei den traditionellen Wählerschichten, wie etwa den Latinos, manche zu den Republikanern wechseln. Zu beobachten ist das in Texas, wo sich meine Kollegin Nicole Spohn umgeschaut hat. Das Rio Grande Valley in Texas. Die Grenze zu Mexiko befindet sich nur ein paar Schritte hinter diesen Häusern, in denen Claudia Alcazar an diesem Tag auf Stimmenfang geht. Mehr als 90% der Bewohner sind Hispanics. Deren Parteipräferenz galt bislang als unumstritten. This is the first time we have elections that people are actually running as Republican. Seit mehr als 100 Jahren regieren im Süden von Texas die Demokraten. Auch Claudia Alcazar hat bislang stets die Demokraten gewählt. Dieses Jahr macht sie jedoch Wahlkampf für die Republikaner. Als Hauptgrund nennt die frisch gekürte Leiterin der republikanischen Ortsgruppe die ihrer Meinung nach laxe Zuwanderungspolitik der Demokraten. The Republican Party at least is listening and say, okay, you know what, there is a problem. Let's get a tighter control on immigration. Our current Vice President Kamala Harris say, we are borders are secure. How can they be secure if I have people cutting fences and walking through my house? Claudia Alcazar ist kein Einzelfall. Vier texanische Landespolitiker sind im letzten Jahr von den Demokraten zu den Republikanern gewechselt. Der bundesweite Dachverband, der Grand Old Party, unterstützt Kandidaten bis hin zur Kommunalebene mit vier neuen Büros. Im Rio Grande Valley könnte sich entscheiden, wer in Zukunft in Washington regiert, meint Andrew Smith von der örtlichen Universität. The idea is that you show that Republican policies work at the local level and you snowball that into one national offices. Ironically, it's what Democrats did before they decided to take Hispanic and Latinx voters for granted. Viele Latinos fühlen sich von der Biden-Regierung im Stich gelassen. Sie machen den Präsidenten für die hohe Inflation sowie stagnierende Löhne verantwortlich und wünschen sich die wirtschaftlich guten Jahre unter Trump zurück. Begünstigt wird die Abwanderung vom Linksruck der Demokraten. I believe the Democratic Party has lost its way. It's gotten too liberal. A lot of the Latino populations, a lot of us are rural. And some of these things that work in big cities, whatnot, do not work for us. We are very Christian Catholic oriented. Wenn die Biden-Regierung die Abwanderung der Latino-Wählerschaft nicht stoppen kann, dann steuern die Demokraten bei den Wahlen am 8. November auf eine bittere Niederlage zu. Wir haben es gesehen, es läuft nicht überall gerade gut für die Demokraten und die Republikaner versuchen das Momentum zu nutzen und ihre Macht auszubauen. Was es für die Biden-Regierung und letztlich auch die USA bedeutet, sollten die Republikaner den Kongress dominieren und es mit den Midterms zu einem sogenannten Divided Government kommen, darüber sprechen wir gleich. Also eine komplette Blockade ist abzusehen. Dann ist die Frage, in welcher Art und Weise ein Weißes Haus über das berühmte, die berühmte Methodik der Executive Order, wir denken an die zweite Amtszeit Obama, auch noch weiterhin Politik machen kann und sich da eine gewisse Ellbogenfreiheit herausholen oder herausziehen kann. Das geht auch. Aber was umgekehrt laufen wird, ist der Versuch, weiterhin die Demokratie und die Demokraten an sich zu diskreditieren. Und auch, was ein Wahlsieg der Republikaner für die amerikanische Demokratie und die extreme Polarisierung der Gesellschaft bedeuten könnte, möchte ich von unseren ExpertInnen wissen. Well, what it means is that we have not removed ourselves from a cycle of human politics that places inflation, economic concerns above democratic concerns, above peaceful coexistence, you know, within a democratic fashion. I think that it simply means that we've returned almost to a kind of state of nature in our politics. And that's terribly frightening. I don't have to share with you
as someone who's in Berlin talking to me about the history of how and why this is deeply worrisome. And I think anyone who's responsible for sharing political knowledge with Americans or anywhere around the world has to have a real cold and clear-eyed view of what is happening, not only in the United States, but around the world. Ich glaube, in Amerika findet ganz klar der Kampf um die Seele der pluralistischen Demokratie statt. Diese Idee von Martin Luther King, dass der Bogen in der amerikanischen Entwicklung, dieses lange amerikanische Projekt, dass das ein langer Bogen ist, aber sich generell auf einen Ausgleich hinsteuert. Ja? The arc of history is long, but it bends toward justice. Dass das vielleicht mitunter ein viel, viel härterer Weg noch sein wird. Wie auch immer die Wahlen ausgehen, die USA bleiben ein zutiefst gespaltenes Land mit einer Gesellschaft, die polarisierter als je zuvor erscheint und einer zunehmenden extremen Rechten, die um immer mehr Einfluss kämpft. Joe Biden hatte versprochen, das Land zu einen, das ist ihm nicht gelungen. Und Donald Trump und die Republikaner werden alles daran setzen, ihre Macht und ihren Einfluss bis zur Präsidentschaftswahl 2024 weiter auszubauen.